zielgruppenspezifische Maßnahmen, die die OECD empfiehlt, ist, dass sie sagt, die Sprachförderung braucht ein Konzept. Das heißt, die Unterrichtssprache Deutsch muss früher begonnen werden und es muss überlegt werden, eigentlich wäre es wünschenswert, diese Sprache zumindest während der ganzen Pflichtschulzeit anzubieten, diese Sprachförderung anzubieten, wenn nicht sogar darüber hinaus. Das heißt, dass wir nicht davon ausgehen, dass ein Kind innerhalb von 2, 3, 4 Jahren, sondern dass wir das, was uns auch die Sprachwissenschaft sagt, zumindest 6, 7 Jahre, dass wir das mit einberechnen, dass man so lang eine Förderung braucht. Die zweite Geschichte ist die Förderung der Muttersprache oder der Erstsprache. Da gibt es besonders in einigen nordischen Ländern unterschiedliche Ansätze zu Österreich. Also es ist eine heftige Streiterei. Ist das gut, wenn man die Erstsprache fördert oder ist das nicht gut? Ja, die Holländer setzen auf ein Modell, wo sie sagen, die Erstsprache ist uns nicht so wichtig. Wichtig ist für die Integration, dass alle Holländisch lernen. Hier haben wir einen anderen Ansatz und sagen, die Erstsprache ist wichtig, weil sie auch mit Identität zusammenhängt, mit dem Wohlfühlen in einem Land, mit der Anerkennung, mit den Potenzialen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wir sehen da einen EU-Kontext, wo man sagt, die Nachbarsprachen sind wichtig und nicht nur Englisch und Französisch oder Italienisch, Spanisch, sondern wir sollten uns auch verstärkt um diese Nachbarsprachen in der Region kümmern. Und Nachbarsprachen sind für mich jetzt eigentlich alle diese Zuwanderersprachen. Also das muss nicht jetzt eine Landesgrenze sein, die angrenzt, sondern die Türkei, Kroatien, Serbien, Albanien, das alles ist für mich eine Nachbarschaft in Südosteuropa. Das heißt, hier könnten wir Potenziale nützen, auch für berufliche Erfolge zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir eine durchgehende oder eine längere muttersprachliche Förderung anbieten würden. Ja? Als Beispiel habe ich jetzt einmal gehört, dass man in Wien Installateure gesucht hat, die auf Serbisch arbeiten können. Und das ist kaum gelungen, weil es zwar Installateure gibt und es gibt auch serbisch sprechende Installateure, aber die Fachsprache, die bleibt irgendwann einmal auf der Strecke. Das heißt, hier lassen wir ein Potenzial liegen, weil die Sprache, die unter den Bedingungen der Migration oft nur erlernt werden kann, gerade im familiären Kontext, für Alltagsgebrauch, für Street Communication sozusagen, über den Radweg ausreicht, aber nicht für eine differenzierte Verwendung im beruflichen Kontext. Da bietet zum Beispiel die Arbeiterkammer im Kroatischen dann Kurse an für Jugendliche, wo sie ihre Muttersprache noch auffrischen können, damit man das auch beruflich verwenden kann. Ein Argument, das häufig verwendet wird, ist, die Kompetenz in der Erstsprache unterstützt das Lernen der Zweitsprache. Aber ein Argument, das mir noch viel besser gefällt, ist, dass wenn man mit mehreren Sprachen aufwächst, man auch lernt, in mehreren Perspektiven zu denken. Das heißt, dass es eigentlich Intelligenzentwicklung unterstützt. Das, was wir sozusagen in globalen Kontexten immer wieder verlangen, ist diese Multiperspektivität. Dass man die Relativität von Sprache und die Relativität von Bedeutungen unterscheiden kann. Das heißt, wenn ich ein persisches Konzept von Taruf habe, von Höflichkeit, und ich habe ein österreichisches Konzept von Höflichkeit und ich habe das aber in beiden Sprachen und Kontexten gelernt, dann kann ich auch schon sehen, dass es hier Unterschiede gibt. Ja? Dass es hier in sozialen Beziehungen, in der Kommunikation um verschiedene Formen von Einfühlung und von Empathie und von Miteinander geht und das alles unterstützt Kommunikationskompetenz und auch letztlich Intelligenzentwicklung und das Denken. Also das wäre sozusagen in diesem Bereich, dass wir hier das, was wir im Moment haben, konzeptuell
stärker ausarbeiten und eigentlich kontinuierlicher anbieten. Der zweite Punkt, wo die OECD sagt, ist, dass die Lehr- und Lernformen, die wir in unseren Schulen haben und auch in unseren elementarpädagogischen Bereichen haben, dass die weit davon entfernt sind, Individualität zu fördern. Sondern wir gehen hier doch immer von einem Konzept aus, je homogener eine Gruppe ist, umso besser kann sie lernen. Ja? In anderen Ländern wird ausprobiert, Gruppen in ihrer Diversität oder in ihrer Heterogenität zusammenzusetzen und zu sagen, die sogenannten Schwachen und die sogenannten Guten und die körperlich Fitten und die körperlich nicht Fitten müssen in einer klugen Form zusammengestellt werden und da auch sozusagen in einer Binnendifferenzierung betreut werden, und da können wir auch zu besseren Ergebnissen kommen. Das heißt, da kritisiert die OECD, dass wir viel zu traditionelle Formen von Unterricht haben, aber auch viel zu traditionelle Formen und Verständnisse von Lehrerrollen als Vermittler von Information, viel stärker als Moderator oder Moderatorin von Lernprozessen. Könnt ihr mich verlieren darüber, aber ich gehe jetzt zu dem dritten Punkt. Und da sagt die OECD, allgemein gesprochen kommuniziert die Schule mit Eltern nicht optimal und mit Eltern mit Migrationserfahrung noch schlechter. Das heißt, dass unser Schulalltag vom Mitteilungsheft bis zum Wandertag, bis zur 10 Uhr Pause, von der Feuerwehrübung und so weiter bis zu den Schulschlapfen, dass das eine Schulkultur ist, die für Menschen, die nicht damit aufgewachsen ist, völlig undurchschaubar ist. Das heißt, auch das errichtet sozusagen Gräben oder Hürden, ja, wo der Zugang zu diesem Schulsystem nicht einfach ist für Menschen, die was anderes gewöhnt sind oder die viel weniger an Bildungserfahrung haben und vor allem diesen spezifischen Schulkontext mit der eigenen Schulsprache nicht verstehen.